Hey yo, was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GX Chronicles. No, God, please, no, no! Wir sind jetzt hier immer noch bei der vierten Arena. Orden haben wir letzte Folge geholt. Diese Folge werden wir Richtung fünften Orden gehen. Und mal schauen einfach, was auf uns zukommt, wie weit wir kommen. Mal schauen, wie viel ich in die Folge packe. Hab Spaß, wir gehen rein. So, wir müssen... Hier hat noch ein Item. So, wir müssen hier direkt anfangen und zwar in diesem Theater. Wir müssen ja hier diese Athena, heißt sie glaube ich, oder Ariane, wie auch immer, wir müssen die auf jeden Fall bashen. Und genau das werden wir jetzt tun. Ja, Ariana heißt sie. Alles klar. Halten wir mal gegen Ariana. Sollte eigentlich auch entspannt bleiben hier. Das ist kein crazy battle. Electric am Start. Ich glaube, ich Intimidate. Hat Eisfänger oder Snarl, aber eigentlich tut mir beides nicht wirklich weh. Ja, genau. Ich kann einfach ganz entspannt bulldozen. Ich werde den Amigo wahrscheinlich auch schon killen. Diesen ganz entspannten Hasen. Easy. Wenn jetzt Murkrow rauskommt, dann kann ich es killen. Wenn Nidoqueen rauskommt, dann wird es wahrscheinlich Certain. Surf wechseln einfach hier hin. Wir haben hier Water Absorb. Jawohl. Dann machen wir einfach mal Bubble Beam. Ja, wir werden zwei Bubble Beams brauchen. Kriegen wahrscheinlich jetzt hier einen Earth Power oder eine Sludge Bomb ab. So schlimm. Wir brauchen drei. Rain Dance können auch. Sludge Wave. Ah, okay, das geht ja. Speedrop ist egal, wir sind eh schneller. Super Potion. Okay. Weiß nicht, ob wir jetzt zuschotten von der Range, aber ich glaube schon. Ja, ja. Easy. Nidoqueen down. Kommt nur noch Murkrow rein. Murkrow hat natürlich Acrobatics, Nightshade, Faint und Steelwing hier. Wird wahrscheinlich Acrobatiken nach hier switchen. Dann können wir einfach Rock Bomb, das ist wahrscheinlich Nightshade jetzt. Genau. Mit was anderem macht uns auch kein Damage. Ja, easy. Super easy. Zack, Alter. Wir haben sie auch schon besiegt. Okay, komm. Reicht jetzt auch mit dir. Kriegen jetzt hier auf jeden Fall Surfer und Surfer ist sehr wichtig für uns jetzt. Weil mit Surfer kriegen wir das ein oder andere Pokémon bekommen. Okay Leute, ich habe auf jeden Fall gelogen. Es war nicht Surfer, sondern Crush Ride haben wir bekommen. Das ist irgendwie, dass wir glaube ich Zertrümmerer einsetzen können. Ist aber nicht so schlimm. Wir können auf jeden Fall hier auch noch ein Pokémon holen. Und zwar hier in diesem komischen Burnt Tower. Unten wäre chilliger. So, was kriegen wir? Ratzfratz haben wir. Doch, Ratzfratz haben wir schon, ne? Wir haben ja Radikal. Gab's hier nicht was? Ne. Gibt's hier was? Kommen wir nicht durch. Oh, gibt es doch hier Mega irgendwas. Wieder Ratzfratz. Magma. Okay, I guess. Ha, easy. Ganz easy. Ne, tatsächlich ist nachts besser. Es gibt dann Kadabra. Mauzi. Naja, okay. Dann ist es halt Mauzi. Dann confuseren wir den Kollegen. Easy. Ist egal, Mauzi ist auch cool. Lol. Hier gibt es, glaube ich, auch irgendeine TM. Gibt's hier Pomic Berries. Habe ich für EV-Reduzierung. Gibt's hier nichts?
Schade. Schade, Digi. Ist glaube ich ein Great Ball oder so. Nest Ball, ja sowas. Wenn wir ihn besiegen, ne, wir müssen alle von der Route besiegen, dann können wir ihn battlen. Da kriegen wir einen Dings, ne? Einen Magnet. Ist auch nicht so schlecht. Ich zieh gleich meinen Rival raus, oder? Die sind am Chillen. Hey, was macht ihr, Jungs? Raucht ihr eine Zigarette, oder? Seid ihr am Chillen? Naja, ich sehe schon, Alter. Normal raucht man hinterm Haus und nicht an der Eingangstür, aber okay. Stop it. Get some help. Macht, was ihr wollt. Ja, sie ist nicht da, Homie. Such sie doch mal. Du hältst dein Maul. Komm. Okay, wir müssen hier diese Dinge battlen. Diese Moderatorin. Ich weiß gar nicht, also wann müssen wir die battlen hier? Ich glaube, wir können die battlen, oder? Eigentlich steht nichts im Weg, oder? Okay, ja. Battle me. Okay, ja doch. Reporter Chill. Oder Seal, wie auch immer. Sie hat wahrscheinlich Bakeout. Hm? Poison Point? Ah, geil. I mean, yeah, wir flinchen, ist fein. Giga Impact. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Giga Impact habe ich wirklich nicht mehr kommen sehen. Ich dachte mir schon, irgendein Gimmick hat die doch. So, Chansey hat auf jeden Fall Submission und Toxic, glaube ich. Weiß nicht, was sie sonst hat. Ich wechsle mal hier hin. Substitute war es, ne? Substitute Toxic. Seismic Toss, ja. Ich mache mit 30 HP. Ja, okay. Sie eigentlich schon besiegt, oder? Nice. Ich dachte irgendwie, irgendwas hatte die da, was crazy war, aber ich glaube, es war einfach nur das Giga Impact. Aber sie hat auch Konter, ich bin aber nicht sicher. Ist auch egal. Sie auf jeden Fall besiegt. Easy. Ja, gut. Okay. Cool. Oh, der hat Noctowl, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Noctowl, auch nur Special Attacks. Keen Eye. Kann ich gut callen, meinten hier. Ja, ich kann noch einmal callen, meinten. Ja, Wish. Machen wir mal Wish. Ist einfach critted. Ja. Psychic. Aber er hat noch Nidoqueen, oder? You're ugly. Easy. Wir haben halt eine gute Special Defense und halt vor allem einen guten Speed. Das heißt, wir können da auf jeden Fall, was Special Defense mäßig angeht, da schon was wegmachen. Und vor allem haben wir halt auch noch das Glück, dass wir halt einen ganz guten Special Attack haben, dadurch, dass wir plus Special Attack haben auf ihr. Water Absorb. Ich glaube, wir machen auch einfach Call Mine nochmal. Direkt Paralyse, Bro. Direkt raus für den Fight. Er macht Body Slam. Nice. Dann noch. Kuita sollte kein Problem sein hier. Relativ low Mons. Das ist keine crazy Mons hier. Was mach ich Ding? Er hat nur Endure, oder wie? Gehen erstmal healen. Defense, keine Special Defense. Wer hat Ukano? Hier kriegen wir, glaube ich, gar nichts Gescheites. Stimmt, der hatte ja was, ne? Ja, Quaxo, der hat auch hier so einen Quatsch.
Sind die gar nicht so schnell, glaube ich, mit 50, ne? Ah, hier ein Swaggert, okay. Nice. Leafstone. Oh, schlafen. Ja, wenn der nur weit hat. Steelwing, okay. Ich glaube, wir sind oben. Jawohl, dann sind wir hier oben bei Jasmine angekommen. Ja, er ist sick. Okay, kriegen wir jetzt einen Surfer oder nicht? Ja, ja. Ja, okay, jetzt kriegen wir Wave Ride. Das heißt, jetzt können wir easy die Wasser-Encounter noch nehmen. Wir sind jetzt hier wieder beim Slowpoke Well. Ja, und beim Slowpoke Well haben wir folgende Möglichkeiten. Wir können nämlich hier surfen. Wenn wir hier surfen, dann kriegen wir nämlich garantiert einen Slowpoke oder einen Goldini. Und einen Goldini haben wir schon. Den können wir hier jetzt auch ganz entspannt den Repel einfach runterfahren. Und dann kriegen wir hier ein garantiertes Slowpoke, ne? Sonst hätten wir hier nämlich Zubat oder Slowpoke und das wollen wir nicht. So, Slowpoke ist active. Kann man einfach hier eine Hypnose auf entspannt. Sehr schön. Jetzt sollten wir eigentlich auch schon mit einem Pokéball hier easy catchen können. Sehr gut. 2, 3. Ah, okay. Der Kollege will nur nicht ganz, er wehrt sich. Aber keine Chance eigentlich. 2, 3. Let's go. Hier sind wir in Olivine. Wir brauchen die Good Rod. Hier sind wir in Olivine und wir können hier die Good Rod benutzen. Es gibt nur Goldini und Clamperl. Ja, das heißt, wir haben jetzt easy Clamperl. Ich würde schon einfach nochmal kurz hier hin. Hypnose machen. Ja, easy Clamperl. Zack. So, Clamperl ist nämlich jetzt auf jeden Fall schon mal safe drin. Es gibt hier Clamperl, Goldini und Horsea auf Route 40. Da wir die anderen beiden schon haben, können wir hier halt eben for free ein Horsea mitnehmen, ne? Also Goldini haben wir ja schon. By the way, wir könnten auch gleich auf Stone Alive rübergehen. Wir können einfach die Good Rod jetzt mehrmals nehmen und dann haben wir Horsea. Hätten wir jetzt hier Clamperl, hätten wir halt drüben gar nichts. Und weder Clamperl noch Goldini sind jetzt mega Mons, die wir unbedingt brauchen. Ah, by the way, ich glaube, ich mache einfach erstmal eine Hypnose. Gebäude zweimal schon. Okay. Sehr cool. Yes. So, again. Nennen den einfach Sniper. Ah, ich glaube, wenn wir Dings. Ich weiß wieder, wie wir einen Hearthstone bekommen. Wenn wir einfach Rock Smash, ne? Ich glaube, bei ihm hier. Genau, gibt es einen Shuckle. Egal, wir dürfen Goldinis immer skippen. Dann kriegen wir hier halt safe einen Stern, du. Carvana? Steht hier nicht mal im Ding. Und noch die ganz normale Rod. Old Rod, Route 41, lol. Naja, da müssen wir jetzt halt mit leben. Jetzt nicht einfach sagen, wir fangen jetzt was Besseres. Dann halt Carvana, aber ist komisch, weil der sagt eigentlich die Doc hier nicht, aber okay. Alles klar, jetzt gehen wir mal hier Richtung des Battle.
So, müssen wir hier Ethan battlen hier drinnen. Ne? Ethan wird auf jeden Fall unser Endgegner sein. Ethan hat auf jeden Fall immer gute Mons. Ja, und auch bis zum Champion Fight, also in der Top 4, wird er uns verfolgen, der Kollege. Demher, let's go. Lass doch mal gleich mal schauen hier, wer das erste richtige Battle von uns zwei gewinnt. So, er hat Ariados, ich habe den Kollegen Gengar mit Shadow Ball. Shadow Sneak stand hier nichts drin. In der Doc auch gut. Jetzt wissen wir es. Das war klar, dass wir hier killen. Das Ding ist halt, dass wir jetzt HP verloren haben, ne? Er hat Crunched. Die Frage ist, macht der Crunch oder geht er auf Swagger? Ich glaube, er geht nicht auf Swagger. Geht auf Crunch. Deswegen gehen wir hier hin. Geht auf Zingzap, umso besser. Weil er kann jetzt swaggern, aber ich kann bulldozen. Ich glaube, ich hätte auch Stealth Rocks legen können. Die kommt jetzt safe mit Moonblast oder Hyper Voice. Oder Misty Terrain. Das könnte auch sein, aber dann kriegen wir trotzdem einen Free Switch hier hin. Lightscreen. Irgendwie stimmt die Doc komplett gar nicht, ne? Steht nix von Lightscreen. Rock Fountain mal. Ich glaube, sie ist gar nicht so schnell. Physical Fire, ja. Wir können diggen, weil wir werden auf jeden Fall Physical Attacks brauchen, auch wenn Sludge Bomb hier theoretisch super effektiv wäre, aber Light Screen und die hat eine gute Defense, Special Defense. Nehmen wir einfach diggen. Light Screen wäre off, dann use sie vielleicht einen Light Screen, ja. Das Ding ist, wir können auch hier hingehen. Psyshock umso besser. Interessant. Wir bleiben hier einfach auf Dick. Eventuell killen wir jetzt. Voll. Der Lightscreen ist halt oben und die hat eine gute Special Defense. Deswegen brauchen wir hier auf jeden Fall keine Special Attacks. Metang. Metang hat hier auch Zen Headbutt, Bullet Punch, Pursuit, Rock Slide. Das ist für uns gar kein Problem, auf den Zen Headbutt hinzugehen. Wir haben hier ganz entspannt Earthquake. Deswegen haben wir ihn dabei, weil Earthquake hier sehr guten Damage macht. Ja. Plus wir können hier mit Battle Armor alles tanken. Ja. Und jetzt hat er nur noch Growlite am Schluss. Flame Burst, Play Rough. Ich bin keine Crits, aber wir wechseln hier trotzdem einfach ganz entspannt. Wir haben extra eine Lumberry, falls wir einen Burn bekommen hätten. Zack, Alter. Einfach bei der falschen Doc geschaut, aber egal. Ganz entspannt hier gewonnen, ne? Nice. Ja, passt. Danke, amigo. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch hier. Wir haben nochmal ein spannendes Ende gehabt, obwohl wir es nicht wussten, sind wir einfach in das Battle gegangen. Shadow Sneak zum Beispiel hätte critten können. Sylveon wussten wir auch nicht, dass sie Psyshock hat. Aber ist fein, wir wissen es jetzt. Haben das Battle trotzdem immer noch ohne Tod bestanden und deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen in der nächsten Folge Richtung 5. Arena und dann sehen wir uns da wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.